22.02.2020, kurz nach halb 10. Lukas 14, Abvers 15. Ich gebe mir wirklich Mühe, diese Geschichte zu verstehen. Die Einladung Gottes. Ist die Einladung nah, ist sie fern? Wo kann ich sie finden? Wie kann ich sie verstehen? Bin ich gut genug für sie? Habe ich sie vielleicht übersehen? Gibt es sie überhaupt? All diese Fragen schwirren in meinem Kopf herum. Denn jetzt mal ehrlich, die Einladung Gottes. Hat sie wirklich mal jemand gesehen? Denn ein Engel wird ja wohl kaum an meine Fensterscheibe klopfen, sie mir in einem Kuvert mit Gold reservieren und dann noch gelassen akzeptieren, würde ich sie ausschlagen. Und wie sollte dieses Zeichen Gottes aussehen? Muss ich es selber suchen? Und wenn ja, an welchen Ort soll ich gehen? Du lädst mich nämlich ein als guter Freund. Doch gehört zu einer Freundschaft nicht auch Gegenseitigkeit? Und ich bin wirklich kein guter Freund, denn ich bin doch noch nicht bereit. Und wenn ich am Ende doch alle Versprechen breche, soll ich dir folgen, obwohl ich dich noch gar nicht richtig kenne? Und ich lese deine Einladung Seite um Seite und habe doch das Gefühl, dass ich nicht deine Sprache spreche und das alles gar nicht richtig begreife. Doch vielleicht kann hier jemand dolmetschen und für mich übersetzen. Ich meine, auf dieser Welt gibt es 7 Milliarden Menschen. Einer von ihnen wird ihn schon verstehen. Dieser jemand kann dir helfen und dir beistehen, um mit dir zu empfinden und auf diesen Weg zu gehen. Und ja, vielleicht ist dieser Weg sehr lang. Und hast du ihn noch nicht eingeschlagen, ist die Chance nicht vertan. Gottes Einladung findet jeden Tag aufs Neue einen Anfang. Außerdem bist du jedoch nicht allein. So viele sind da, die diesen Weg mit dir teilen. Und am Ende wartet ein Fest auf euch. Und du kannst nicht nur Ja oder Nein ankreuzen, denn es gibt doch ein Vielleicht. Und du musst dir noch nicht sicher sein, für Gott gibt es nämlich kein Richtig oder Falsch. Denn dein Glaube ist kein Test. Und glaub niemals, dass Gott dich vergisst. Sein Haus ist niemals voll, er wartet genau auf dich, weil er ganz genau weiß, wie toll und unfassbar wichtig du ihm bist. Denn egal ob reich, arm, dick, dünn, groß, klein, schwarz oder weiß, Gottes Einladung hat absolut keinen Preis.